Ja, wir haben ja ein paar neue, ich nenne das immer Concept Cars, das macht die Autoindustrie auch, dass sie immer schöne Autos vorstellen. Das eine ist eine neue Marke, Blumenkind, sehr traditionelle Fruchtriegel und Fruchtbällchen, die wir rebranden. Das Ganze gibt es auch als Riegel mit Sandwich-Oblaten quasi, oben und unten mit Oblaten. Das ist ein ganz traditioneller Müsli-Riegel. Das ist deswegen ist die Biobranche, hat sich bis heute so gut gehalten, weil die seit den 70ern eigentlich immer diese Fruchtriegel auch gegessen haben. Gibt es dann in einer ganzen Reihe von Sorten. Ja, dann gibt es demnächst klassische Pflanzendrinks von Tofu Town in einer Halbliterpackung. Das hier ist jetzt im Moment noch Dummy, aber das ist ein halber Liter. Da ist hinten ein Strohhalm. Das heißt also, man kann, wenn man Wanderer ist oder wenn man Schulkind ist oder wenn man keinen ganzen Liter brauchen kann, mit einem Strohhalm dann sozusagen diese sehr leckeren Pflanzendrinks genießen. Also in den gefährlichen Geschmacksrichtungen wie Vanille und Schoko und das heißt, man kann seinem Kind dann auch was Gesundes, Ökologisches mit in die Schule geben. Man kann es mit zur Uni nehmen. Und das Ganze gibt es dann auch noch in einer bisschen größeren Packung. Die ist auch sehr individuell. Das ist also einmal eine Lupinenmilch. Das ist auch eine unglaublich gute Cashewmilch. Mit im Prinzip ganz wenig Zutaten. Wir haben auch in der Cashewmilch kein Verdickungsmittel dran. Und wir haben eine sehr leckere Mandelmilch. Gibt es in 0,75 auch mit Ausgießer, aber auch sehr, sehr wenig Zutaten. Wir haben eine tolle Mandelsorte gefunden, das ist also wirklich ein richtig guter Drink. Schönes Programm, auch wie ich jetzt persönlich finde, soll ich nicht selbst loben, aber ich persönlich finde es auch sehr schön designt. Das hier ist ein Relaunch unserer Marke Avantissimo. Das sind im Prinzip, kann man sagen, Soßen, Nudelsoßen, Reissoßen oder auch Soßen für Kartoffelgerichte. Matcha Pampe ist eine sehr gute Tomatensoße, die unter Private Label auch läuft und die beliebteste Bio-Tomatensoße zumindest in ganz Deutschland sein dürfte. Wir haben dieses alte Sortiment sozusagen ergänzt mit Currysoßen. Einmal unserer Thai-Curry-Massage und einem indischen Curry, Bollywood Party Curry. Die Produkte zeichnen sich dadurch aus, dass sie eigentlich nicht nur super lecker sind, sondern dass man sie ganz schnell auch nehmen kann. Das heißt also für Gemüsegerichte, für Kartoffelbraten, Tofubraten und das da drüber in den Wok. Also das ist dann wirklich eine sehr, sehr einfache Sache. Wir haben das ein bisschen benannt auch, um uns einfach auch nochmal ein bisschen irgendwie lustig zu geben oder beziehungsweise irgendwie auch ein bisschen so lächeln, auch das Gesicht von Köchen zu zaubern. Ackepeter machen wir so seit 8 Jahren ungefähr, 7, 8 Jahren. Ist ein Begriff, der mittlerweile auch weit verwendet wird. Ne? Ja, daneben haben wir noch weitere schöne Aufstriche gemacht. Das sind Aufstriche. Der Aufstrichmarkt ist sehr groß. Man hat dann ein super großes Sortiment und wir wollten jetzt auch nicht irgendwelchen Wettbewerbern Produkte nachmachen. Wir haben hier einen Grünkohl, Räuchertofu, Cashew. Sehr, sehr, sehr gutes Produkt, kann ich empfehlen. Wir haben einen Avocado-Aufstrich. Wir haben eine sehr schöne, leichte Salatmayonnaise. Ja, wir haben hier eine Thai-Kokoserbse. Nicht so ganz traditionell Thai, ein bisschen schärfer. Und wir haben einen Agave-Senf, also so ein schöner, milder Aufstrich. Die Produkte werden so ein bisschen brauchen. Also wir werden da jetzt so nach der Anoga anfangen, die zu produzieren. Man wird sie so in 6, 8 Wochen dann auch im Handel finden und auch bei den ersten Online-Versendern finden. Ja, und wir sind mal sehr gespannt, wie das den Kunden auch schmeckt.